So, ja, ein wunderschön. Klicker hier über 22. Das Chaos oder die Chaosaufnahme, weil es ist so ziemlich alles schief gelaufen, was irgendwie schief laufen konnte. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bei meiner letzten Folge, da fehlt, wenn ich das geschafft habe zu fixen, ein Stück vom Audio. Das eins der letzten Lieder bei der letzten Stelle. Das war weltweit irgendwie geclaimed und dementsprechend blieb mir seitens nur die Möglichkeit halt die Autostelle zu entfernen. Ja, und als wenn das nicht genug wäre, hat Clicker Hero auch noch Scheiße am Laufen, und zwar, ich gehe mal kurz auf Vollbild, ja, meine Kombo ist jetzt weg, egal. Die Söldner bringen absolut gar nichts. Also erstens mal haben wir wieder nur noch drei, weil der eine, der mir 9 Söldner bringen sollte, der ist einfach mal schon gestorben, obwohl er gerade mal 4 Stunden alt war. Das heißt also, ich habe jetzt wieder einen, den ich auf eine Mission schicken muss, neue Söldner zu holen. Das hier können wir mal einsammeln. Eine Schmiedekohle, was auch immer man damit macht, keine Ahnung. Ja. Eigentlich bringt das hier auch nichts mehr, weil wir brauchen 2 Tage, um einen einzigen Rubin zu bekommen. Das hier kann man getrost vergessen, ich habe da noch nie was bekommen. Aber selbst wenn 2 Rubine wären, 2 Tage für 2 Rubine, und die Söldner sterben bereits nach 4 Stunden. Das funktioniert so nicht. Also, ja, ich glaube, mit 2 Rubine alle 2 Tage, beziehungsweise wenn wir alle 5 zur Verfügung hätten, 10 Rubine alle 2 Tage, können wir eigentlich getrost in den Wind schieben. Das heißt, ich habe jetzt beim Idlen schon mal geschafft, eigentlich wollte ich ja nur ihn hier hochleveln, aber aufgrund der Sache mit den Söldnern habe ich mich dazu entschieden, ich fahre eine etwas aggressivere Taktik. Heißt also, ich habe mich darauf vorbereitet, dass wir jetzt eine Ascension direkt machen, weil unser derzeitiges Limit ist wieder erreicht. Wir haben wieder 25 bekommen. Daher möchte ich mich darauf konzentrieren, die Rubine damit zu bekommen, dass wir diese Fische abschlachten. Damit ich da weitermachen kann, brauchen wir halt eine Ascension. Und damit ich ihn möglichst schnell auf das Level gepumpt bekomme, also Level 150, bringt es nichts, ihn hier hoch zu leveln, weil er wird halt Ultra C. Das heißt also, ja, ihn hier noch weitere 100 Level hoch zu pumpen, hätte ewig gedauert. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme die bei dir noch mit ins Boot, damit ich die beide hochziehen kann, auch wieder bis Level 50. Um dann, wenn die hochgezogen sind, ihn leichter hochziehen zu können. Weil jetzt können wir hier einfach sagen, gib mir 100 Level. Das ist halt jetzt relativ einfach, weil wir halt höhere haben, die wir bis dahin hochziehen konnten. Weil ab einem gewissen Level ist es halt schwer, also angenommen, man wollte sie jetzt bis Level 100 hochziehen. Das geht halt so bis Level 40, 50 gut, ab dann wird es halt ultra langsam. Deswegen ist es halt immer besser, wenn man sie über Level 50 ziehen möchte, ein später hochzuziehen, um sie dann nachzuziehen. Das geht halt wesentlich einfacher. Deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht, habe die beide hier hochgezogen, also zuerst sie. Und dann, als sie halt so auf Level 20 oder so war, habe ich dann ein bisschen gespart, um sie auch noch mit ins Boot zu holen. Ja, dementsprechend können wir ihn jetzt auf Level 150 und damit auch Quick Ascension machen. Ich will das aber noch nicht jetzt direkt machen, aber auf jeden Fall in dieser Aufnahme. Weil ich hoffe noch, dass wir den Boss hier besiegen können. Na gut, eine Heldenseele bringt jetzt auch nicht so viel. Mal gucken, was wir noch so rausholen können. Boah, da wird ja gut geidelt. Bam. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Ne, komm, wir machen direkt eine Ascension. Dabei bekommen wir schon, wo ist denn jetzt?
Ja, das war intelligent. Wow, okay. Wir müssen mal kurz idlen. Ja, ohne Klick-Kombo ist das schon relativ schwer. Wie gesagt, wir machen jetzt direkt eine Ascension, alles andere macht jetzt keinen Sinn mehr. Damit wir möglichst schnell mit der neuen Ascension anfangen können, dann kümmern wir uns also wirklich erstmal darum, möglichst schnell die Rubine hier voll zu bekommen. Das heißt also, wir machen jetzt nochmal eine schnelle Ascension, wo ich auch wieder versuche, einfach nur möglichst schnell ihn auf Level 150 zu pumpen. Ja, komm, gib ihn. So. Die Ascension jetzt wird also auch extrem schnell abgehen, hoffe ich. Und dann werden wir morgen früh, wenn ich das heute echt noch schaffe, eine gesamte Ascension durchzudrücken, werden wir morgen früh die vierte Ascension anfangen. Das heißt also, ich werde heute versuchen, möglichst viele Monster hochzuleveln. Euch morgen halt den Fortschritt zeigen, wie weit ich gekommen bin. Wenn es geht, dann werden wir dann auch die nächste Ascension gleich machen. Und ja, dann bei der vierten Ascension können wir uns dann wieder Zeit lassen, weil in der vierten Ascension können wir dann bis 100 Diamanten bekommen und haben damit dann so viel, dass wir uns das Ding endlich freischalten können. Und ja, damit haben wir dann endlich unseren Autoklicker. Was ja scheinbar nur über den Weg geht, weil wie gesagt, so bekommt man halt keinerlei Rubine. Ich habe schon wieder Diamanten die ganze Zeit gesagt. So bekommen wir halt keinerlei Rubine. Und über den Wege mit der Biene oder Quatsch, mit dem Fisch, die Biene war ja das Ding hier oben. Ne, mit den Fischen. Da bekommen wir leider pro Ascension nur 25. Das heißt also, wir sind da relativ gekappt und müssen also entsprechend viele Ascension machen, um halt Anzahl Ascension mal 25 an Rubinen zu erhalten. Ja, ist leider so, kann man nicht wegen ändern. Und dann kam, als ich jetzt über Level 100 kam, ich war schon Level 109, kam etwas Neues und zwar ein Relikt. Das ist ein neues Feature, wie gesagt, ist so ab Level 100, da bekommt man Relikte. Die findet man quasi, während man sich hochlevelt, und die haben besondere Eigenschaften, wie halt das hier zum Beispiel, also sie selbst unterstützen oder haben die gleichen Fähigkeiten wie hier unsere Antiken. Das heißt also, der hier zum Beispiel hat die Fähigkeit von dem antiken Cleo. Und das erhöht quasi die Klickdauer für goldenes Klicken. Und jetzt hat er halt Level 4, was plus 8 Sekunden entsprechen würde. Und wir können ihn für einen Schmiedekern praktisch auf Level 5 geben. Ach, klar, das sind diese Schmiedekerne. Aber dann müssen wir doch schon 3 haben. Weil ich habe doch schon 3 Schmiedekerne bekommen, oder nicht? Handy, was haben wir nochmal bei den Geschenken bekommen? Wir haben doch hier... Oh Gott, jetzt bin ich komplett raus. Egal. Ja, wie gesagt, was wir hier machen, keine Ahnung. Ich lasse die einfach laufen. Die bringen uns zwar jetzt erstmal nichts mehr, aber ich lasse sie trotzdem einfach nebenbei laufen. Vielleicht schicke ich die dann alle auf Goldmissionen. Ist wahrscheinlich das, was am sinnvollsten ist, weil dir keine Goldmission zur Auswahl stehen. Ey, dann stirb doch halt. Komm hier, bam, 2 Tage weg. Während den 2 Tagen stirbst du auf jeden Fall. Weil ich habe noch keinen Söldner gehabt, der eine 2-Tages-Mission überstanden hat. Von daher, ey, auf die Söldner bin ich gerade echt sauer. Boah. Nee. Die PC-Version ist echt ganz schön, also ne, muss man schon mal so machen. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz können wir hier mal schön klicken. Beziehungsweise können wir hier unseren ersten Typen holen, der für uns klickt. So, ja, und dann, genau. Jetzt also praktisch die dritte Ascension, wieder Rubine sammeln.
mehr gibt es jetzt eigentlich soweit jetzt noch nicht zu sagen. Genau, mit den Söldnern komplett umsonst. Die Antigna wird 3 Heldenseelen bekommen. Da könnten wir, na gut, ihm könnten wir jetzt eins spendieren. Nächstes Level bekommt er 75%. Ne, komm, wir heben die erstmal auf. Es ist halt alles so unendlich traurig, dass man bei der PC-Version so schwer an Rubine kommt. Ist halt auch nicht ganz geil, ne? 28. Ja, ich glaube, wir setzen jetzt mal den hier hoch. Bam. Das bringt jetzt erstmal am meisten. Wie gesagt, am Anfang ist das Klicken halt am effektivsten. Da kannst du nichts gegen sagen. Geht zwar auf der Maus, aber gut. Ich meine, die Maus habe ich heute echt den ganzen Tag vergewaltigt. Wir hatten ja die letzte Aufnahme hatten wir ja mit einer Kombo von 30.000 beendet. Und ich habe sie zwischenzeitlich insgesamt auf eine Kombo von fast 50.000 angehoben. Also war schon gut. War schon echt nicht schlecht. Deswegen kam ich auch schon bis Level 109. Weil man hat ja gesehen, ohne Kombo hätte ich das so schnell definitiv nicht geschafft. Daher werde ich jetzt nämlich genau das gleiche machen. Nach der Aufnahme ist es gerade mal 18 Uhr. Ich habe die Aufnahme jetzt ein bisschen vorgezogen, weil alles andere hätte halt nichts gebracht. Das heißt also, ich habe jetzt noch den gesamten Abendzeit quasi jetzt nochmal mittels dieser Kombo hier schön durch die Level durchzugehen. Ich könnte es natürlich auch als Zeitraffer-Aufnahme ins Internet stellen, also jetzt hier praktisch als Aufnahme veröffentlichen, ein Zeitraffer. Aber ganz ehrlich, jetzt 6 Stunden aufnehmen, ist mir dann auch nichts. Ist nämlich auch der Grund, weswegen die Kombo hier zum Beispiel jetzt weg war. Ich bin halt ein Mensch, ich habe noch etwas andere Bedürfnisse. Und ich muss auch zugeben, ich war heute Mittag, da war ich auch kurz ein bisschen weg. Vorhin, also jetzt hier im Haushalt, ne, Essen und so. Und das, was halt ein Mensch so tut, wenn er allein und unbeobachtet ist. Ja, und da habe ich tatsächlich mal einen Autoklicker laufen lassen. Also das vorhin gezeigt, also in der letzten Aufnahme gezeigte Tool, hatte ich laufen lassen mit einem Klick alle 5 Sekunden. Also quasi einfach bei dieser Delay-Option einfach 5000 hinschreiben. 5000 Millisekunden zwischen jedem Klick sind dann halt. Ein Klick alle 5 Sekunden, das ist also etwas, was nichts wirklich bringt, aber es hält halt zumindest die Combo aktiv. Weil, ja, ich hatte ja quasi seit heute früh, also, Gott, Alter, ich spiele quasi schon seit 12 Stunden. Boah, ey. Holy moly. Naja, heute geht's mal. Ab morgen wird es dann wieder ruhiger, ist halt nur heute, weil ich jetzt hier halt eine Essenz nach der anderen durchdrücke. Das Spiel weiß schon, wie man einen auf Trab hält. Ja, und deswegen hatte ich halt vorhin kurz mal das Tool laufen für, ja, ein paar Dutzend Minuten. Und ja, das war's dann quasi auch schon. Ansonsten mache ich halt wirklich alles komplett per Hand. Und nein, das Tool hat mich wirklich einen Vorteil verschafft, weil wie gesagt, das war ein Klick alle 5 Sekunden. Das heißt also, ich war ungefähr eine Viertelstunde vom Rechner weg. Und ich habe nicht genau nachgeguckt, aber man kann da so grob nachrechnen. Ne? Viertelstunde, kennen wir ja, sind 1000 Sekunden. Alle 5 Sekunden, sprich also 1000 durch 5, ist also gerade mal eine Kombo von 200, die ich durch das Klicken dazu bekommen habe. Also, kommt jetzt, ja. Jetzt pimpert euch hier mal nicht ein. Bei einer Kombo von 50.000 machen diese 200 jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja. Ansonsten habe ich heute halt den ganzen Tag durchweg geklickt. Das ist mittlerweile auch echt ermüdend. Vor allen Dingen, wenn hier solche Dinger reinhauen, wie diese
Vor allem, als der eine gestorben ist, ne? Da war ich richtig. Also, da hätte ich tatsächlich kurz auch die Combo fallen lassen. Einfach weil ich in dem Moment auf nichts mehr Bock hatte. Ich muss noch mal gucken, vielleicht wechseln wir irgendwann mal. Guck mal, ob ich für den Rechner eine Möglichkeit finde, darauf die mobile Android-Version quasi laufen zu lassen. Da gibt es ja Emulatoren für. Das Spiel war praktisch auf dem Rechner die mobile Version. Weil ganz ehrlich, die Version hier macht nicht wirklich Spaß. Nee. Da ist mir selbst die mobile Version lieber, wenn die hier ab und zu mal abstürzt, als die Version, die ab und zu mal flackert, wie gerade eben. Nee, die aber hier mit den Rubinen echt schlimm ist. Ich meine, gut, kann vielleicht auch daran liegen, dass wir das hier halt Let's Play machen und ich da halt ein bisschen gehemmt bin. Wenn ich hier regulär spielen würde und wirklich die Möglichkeit hätte, so zu spielen wie auf dem Tablet, heißt also mit alle Viertelstunde mal reingucken, vielleicht wäre es dann auch schon wieder anders, weil dann könnte man auch öfters mal eine Ascension machen. Weswegen ich ja jetzt auch dazu übergehe, zwischen den Aufnahmen auch die Monster zu leveln, weil ohne dem geht es halt nicht. Da kannst du gar nicht so schnell ascenden, wie du hier halt musst, um einigermaßen schnell voranzukommen. Zumindest am Anfang. Ja, und wie gesagt, die ganzen nächsten Aufnahmen werden erstmal alle ohne Audio laufen, weil ich muss erstmal gucken, ich werde mir mal vielleicht von YouTube diese Audiobibliothek runterladen. Erstmal gucken, was da so viele da drin sind. Ich habe die nämlich noch nie benutzt. Ich weiß nur, dass es eine gibt. Ich weiß aber nicht, was da für Lieder drin sind. Und so wie ich so eine Bibliotheken kenne, ist da vielleicht so eine Mozart-Scheiße drin, die ich in meinen Videos definitiv nicht einarbeiten werde. Das heißt also, ich würde euch halt empfehlen, wenn ihr die Videos hier wirklich mit Hintergrundmusik genießt, dann einfach während ihr meine Aufnahmen laufen lasst, halt einfach selber Media Player laufen lasst, wo ihr eure Musik dann abspielen könnt. Anders wird es wohl jetzt erstmal nicht gehen. Außer ich finde, wie gesagt, wirklich bei der YouTube-Playlist da brauchbare Musik. Das wird sich dann zeigen. So, also jetzt mal gucken, was wir mal wieder kaufen können. Ne? Ist ja hier. Warum kann ich dich nicht kaufen? Oh, wow. Ich dachte gerade, das hier ist unser Level. Ja, das ist ein bisschen irritierend. Mist, geht nicht. Okay, gut, dann hole ich erstmal hier unten ein paar. Mal ein bisschen Klickstärke. Ach ja, das Leben ist echt grausam. So, jetzt kommt vielleicht der nächste Boss. Haben wir ein bisschen was, womit wir klicken können? Nö. Gut, dann heißt es also, den nächsten Boss mal gucken. Ich helfe mal mit. Das muss ich gerade dem Mikrofon komisch angehört haben. Okay, Level 16. Sehr schön. Ja, ansonsten die Guilds, keine Ahnung, ob ich die schon gezeigt hatte. Die Guilds, die bekommt man halt ab Level 100. Da werden praktisch Helden ausgerüstet. Das kann man hier sehen. Heißt also praktisch ab Level 100 bekommt man. Nee. Also ab Level 100, aber Level 100 ist da nicht mit dabei. Heißt also quasi ab Level 110 bekommt man für alle 10 Level, die man geschafft hat. Hatte ich eine zufällige Vergoldung, heißt also einer von den Helden wird random halt vergoldet und diese Vergoldung bewirkt praktisch halt einen Anstieg seiner Kräfte um 50%. Was heißt also quasi, also sein Schaden pro Sekunde, beziehungsweise kann auch sein, dass hier jetzt muss ich mal ganz kurz gucken.
Ja, genau, Schaden pro Sekunde und deswegen taucht nämlich Kit nicht auf. Eben. Alter, hier scrollen. Hab schon wieder vergessen. Genau, deswegen taucht Kit auch nicht auf, sondern der erste ist halt Pin, weil er ist halt der erste, der mit Schaden pro Sekunde arbeitet. Kit arbeitet ja mit Klickschaden. Und genau dieser Schaden pro Sekunde, der wird halt jetzt um 50% erhöht. Und wenn jemand, wie gesagt, ist halt zufällig, das heißt also, es kann auch passieren, dass einer mehrere hat, oder vielmehr, es kann nicht nur passieren, sondern früher oder später passiert ist, dass einer auch mehrere Vergoldungen hat und pro Vergoldung 50% dazu. Das heißt also, bei meinen Helden zum Beispiel, da habe ich schon, achso, ja, siehst du, kann man auch noch dazu sagen, der steht hier oben. Man kann diese Vergoldungen auch manuell verschieben. Das heißt also, es ist ja quasi ein Boost. Und dementsprechend bringt es was, wenn man später davon eine Menge auf sein Stärkstes draufsetzt, damit der stärkste Spieler nochmal verstärkt wird. Und genau das mache ich hier bei meinen auch. Und da habe ich mittlerweile einen, der hat, ja, 200 Vergoldung. Heißt also, er hat plus, boah, doch gute. Oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Ich habe keinen Bock zu rechnen. Hä? Jetzt rede ich auch noch falsch. Plus 1000% müssten es sein, oder? Nee. Also, er hat 200 Vergoldungen. Heißt also, wenn das 100% wären, dann hätte er 20.000. Also, doch 10.000. Genau, 10.000% müssen es sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er eine ganze Menge Power. Ja. Und das bringt halt diese Vergoldung. Am Anfang bringt es eher so lala. Vor allen Dingen, um diese Vergoldung zu verschieben, braucht man 80 Heldenseelen. Steht das hier irgendwo? Genau. Halte Q, um diesen Helden alle Vergoldungen anderer Helden zu geben. Kostet 80 Heldenseele pro Vergoldung. Heißt also, wenn du hier drüber 100 Vergoldungen hast und alle einen geben möchtest, dann kostet dich das gute 80.000, 8.000 Gold, 8.000 Heldenseelen. Und die musst du halt auch erstmal haben. Später ist das kein Problem, weil später arbeitest du dann mit Beträgen so mit ein paar 100.000 Heldenseelen. Da sind 8.000 oder 80.000 oder 800.000 ein Witz. Aber halt am Anfang, wenn man gerade mal 3 hat, merkt man, das passt nicht so ganz. Deswegen kann uns das erstmal komplett egal sein. Das wird aber dann später halt noch interessant. Genauso wie das hier. Goldenes Klicken, Alter. Das, was keiner braucht. Hätten wir nicht was bekommen können, womit hier Glückstreffer erhöht wird? Mann, wo? Ach ja, das Leben ist grausam. Aber schön. Naja, nicht wirklich. So, ansonsten können wir vielleicht schon den nächsten leveln. Nee, können wir noch nicht. Dann bleiben wir erstmal bei dem hier. Und hoffen mal, dass wir Level 20 so schaffen. Rein theoretisch dürfte das sogar möglich sein. Ich meine, so stark sind die Gegner oder die Bosse ja noch nicht. Ja, ansonsten werde ich jetzt auch gleich wieder Aufnahmestopp machen, weil mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu zeigen. Nur halt die nächste Aufnahme, die dann morgen früh kommt. Da werde ich dann wahrscheinlich schon wieder so Level 100 oder darüber sein mit hochgelevelten Levelern. Ja, so viel also erstmal dazu. Gut, Combo von 1800 kann ich auch erstmal vergessen. Kann ich also erstmal schon speichern. Und das Fenster schließen, beziehungsweise nicht, nee, das doch offen. 1800 haben oder nicht haben, macht schon einen Unterschied. Gerade am Anfang. Okay, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns morgen früh wieder zu hoffentlich der nächsten Ascension. Natürlich nur, wenn ich bis dahin auch 25 Rubine bekommen habe, weil ich mache natürlich nur eine Ascension, wenn ich auch wirklich hier mein mögliches bereits voll habe. Ne? Das sollte ich vielleicht noch erwähnt haben. Tschüss.